Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Simpsons, das Spiel. Gut, dass wir hier aufgehört haben an der Stelle. Mir ist nämlich eingefallen, dass wir noch ein ganz wichtiges Fragment dieses Levels hier verpasst haben. Wir müssen noch mal einmal kurz zurücklaufen, denn hier gibt es ein Videospiel-Klischee, was nicht ganz so leicht zu finden ist. Und das sollten wir natürlich in unsere Sammlung mit aufnehmen, weil es, auch wenn es nicht ganz so leicht zu finden ist, natürlich nicht umso weniger wichtig ist für uns. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schwer zu finden. Ich habe hier als Kind echt unendlich, oder als Kind ist gut, als Jugendlicher, unendlich lange rumgesucht, bis ich das gefunden habe. Ich glaube, ich habe seinerzeit auch irgendeinen Lösungshinweis oder so dazu gelesen in irgendeiner Zeitschrift. Und zwar muss man sich hier an diese Plattform dranhängen und einfach ein bisschen warten. Da kommt man wirklich so von selbst, glaube ich, nicht drauf. Hervorragende Arbeit, Videospiel. Und irgendwann bekommt man dann die Meldung, ewig an Kanten hängen, 26 von 31. Na klar, als ob du dich so lange festhalten könntest. Fehler. Und diese Meldung, die ist tatsächlich relativ schwer zu finden, finde ich jedenfalls. Oder dieser Klischee-Hinweis. Denn da kommt man halt von selbst einfach nicht drauf, dass man sich da die ganze Zeit irgendwie hängen lassen muss. Also, keine Ahnung. Vielleicht kommt ihr da drauf. Ich bin da auf jeden Fall nicht so in der Lage, auf solche verrückten Sachen zu kommen, beziehungsweise mir solche verrückten Sachen vorzustellen. So, gehen wir also mal zurück auf diese Eisfläche hier vorne und auf die andere Seite. Und versuchen wir doch mal auf der anderen Seite dann diesmal tatsächlich diese beiden Trucks da anzuschauen und zu gucken, ob wir mit der Geschichte hier weitermachen können. Denn genau danach sieht es ja auch aus. Also, können wir hiermit interagieren? Ne, da brauchen wir Marge für. Ich denke mal, Marge muss ihre Leute hier drauf hetzen. Sieht so aus. Und das machen wir auch direkt. Und sie reißen diese beiden Fahrzeuge ein, verwandeln sie in Eiscrememaschinen. Und das war's hier. Was können wir sonst noch machen? Da vorne haben wir noch ein Gebäude. Es ist zwar interessanterweise nicht mehr mit im Counter drin. Also es zählt nicht zu diesen 16 Gebäuden dazu. Es gibt nichts Schöneres, als solche Schmierereien zu entfernen. Jetzt macht das Spiel allen Spaß, nicht nur diesen Gamern. Mom, ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Check das! Das P zum Doppel-O-C-H-I-E. Ich bin der Hund auf Essen, total extrem. Was geht, meine Gangster, Pimps and Hoes? Mein Block ist sauber, hier geht's fett los. Ne Babygirl-Maus und ne blauhaarige Hoochie. Schaff mir die bloß vom Hals, sagt der Hund namens Pucci. Das finde ich natürlich nicht ganz so toll. Die Hand Buddhas kann Fässer auf die Scratchy-Katzen fallen lassen, um die Lastwagen zu beschützen. Wir müssen also hier diese Phasen überleben anscheinend. Ah, Moment. Hey, was soll ich denn? Ah! Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die Armee von Marge die auch angreift. Egal, wir haben trotzdem die Welle abgeschlossen. Ne, wir müssen dann anscheinend doch nur mit Lisa hier kämpfen, gerade aktuell. Bisschen Konzentration, aber das ist einigermaßen schaffbar hier. Ah, wobei, das reagiert halt sehr, sehr langsam. Vielleicht können wir doch irgendwas mit Marge machen noch. Ja doch, wir können die Hunde hier einsammeln. Vielleicht können wir die ja auf die losschicken, auf diese Weiber hier. Ja, so halb jedenfalls. Ah, eine Phase müssen wir noch überleben. Ob wir das schaffen? Keine Ahnung. Ich versuche mich hier gerade mal so ein bisschen zu konzentrieren. Sieht aber ganz gut aus bis jetzt. Und das war Phase 3. Okay, einmal haben wir noch Schaden angesteckt. Aber wir haben es überstanden.
Und Welle 3 abgeschlossen. Und damit auch die Aufgabe abgeschlossen und können hier geradeaus laufen in Richtung Pucci. Ah, kommt da noch irgendwas? Ne, da brauchen wir Marge für. Die wird, denke ich mal, mit Pucci sprechen. Wer macht Party mit Marge? Ah, da brauchen wir 20 Hunde für, um das hier kaputt zu machen. Ah, wir wollen also die Bühne zerstören und dafür haben wir ja unsere ganzen Hundefreunde hier vorne noch stehen. Die nehmen wir natürlich mit, jagen die auf die Bühne, auf der Pucci steht und damit dürften wir dann diesen Level, denke ich mal, auch erfolgreich abgeschlossen haben. Sehr schön. Viel Spaß bei der Zwischensequenz. Tut mir leid, Pucci, aber nicht mal du bist extrem genug, um es mit einer Hausfrau und Mutter aufzunehmen, die zu viel Zeit zur Verfügung hat. Ja! Respekt für deine Mutter. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel gesäubert und deshalb macht es jetzt noch mehr Spaß. Das wird das definitiv friedfertigste Ballerspiel aller Zeiten. Gut gemacht, Ladies. Endlich ist dieses Videospiel auch für Kinder unbedenklich. Die Gewalt in Videospielen hat offiziell ein Ende. Oh-oh. Oh je. Wir haben also tatsächlich das Kapitel abgeschlossen. Und wir hätten es in 17 Minuten 30 schaffen sollen, haben 24 Minuten gebraucht. Naja, dafür haben wir alle Klischees gefunden. Speichern und gehen zurück in unsere Übersichtswelt, in dieses kleine Kino. Und ja, viele Optionen haben wir nicht mehr. Es ist ja nur noch NeverQuest da. Es ist auch, glaube ich, das, was mir immer am besten davon gefallen hat. Und reden wir gar nicht lange um den heißen Brei rum. Ich würde sagen, es geht los mit NeverQuest. Viel Spaß bei der Zwischensequenz. Was für ein schöner Level. Ich mag diese Fantasy-Sache. Oh, apropos Fantasy. Ich habe auch eine Fantasie. Jetzt, wo die Kinder weg sind, könnten wir doch... Ja. Du bist ja ein ganz Schlimmer. Du verdirbst im Spiel am Ende noch die Jugendfreigabe. Hilfe! Hilfe! Irgendjemand muss uns helfen! Ich habe ganz spitze Ohren. Komm schon, Homer. Wir müssen diese Knirpse da retten. Aber Marge, ich kann mich nicht beherrschen. Du bist so eine heiße Nelfe. Das Wort heißt Elfe. Und erst wird geholfen, dann gekuschelt. Sexy Marge. Homer will also kuscheln oder Homer Link eher gesagt. Und wir wollen den Patty und Selma Drachen fertig machen und das machen wir natürlich auch so gut es geht. Versuchen wir also mal, die anzugreifen. Die scheint ja da oben durch diese Brücke durchzufliegen. Das sieht so aus, als ob ich damit Homer lang chargen könnte. Und das kann ich auch. Und wenn ich das tue, landet Patty auf dem Boden. Da brauchen wir jetzt Marge. Okay, warum? Ah, okay, die kann die wahrscheinlich dann hier zum Angriff schicken, die Kinder. Ja, sieht ganz so aus. Also schicken wir mal ganz viele Kinder auf dieses Monster. Jedenfalls habe ich jetzt die Kampfmechanik hier verstanden. Also ich muss hier möglichst viele Kinder sammeln, mit Homer den Drachen stunnen und dann versuchen... den Drachen zu besiegen, indem ich die Kinder die Drecksarbeit machen lasse. Was haben wir da oben? Do not level up on grass. Sehr schön. Homer läuft hier selber entlang. Ja, versuchen wir einfach mal, den Drachen jetzt nochmal zu treffen. Das dürfte sich ja hier anbieten. Yep. Und er landet auf dem Boden und wir gehen schnell mit Marge zum Drachen hin. Ah, Moment, wo ist er denn? Da vorne. Und geben unseren Angriffsbefehl mit bis zu 20 Figuren. Morgs Tavern, Lightning Barrocks. Ah, das hat ja jetzt nicht ganz so viel Schaden gemacht hier. Der Kampf könnte also ein bisschen länger dauern. Gehen wir mit Homer mal wieder zurück zur anderen Seite. Ich denke mal, die wird hier einfach immer im Kreis fliegen die ganze Zeit. Ja, macht sie auch. Also, wieder ein Stun. Und wieder ist Marge dran. Oh, zwei Häuser nur noch übrig.
Und wieder greifen wir den Drachen an, so gut es geht. Ah, und diesmal machen wir auch mal ein bisschen mehr Schaden. Ich sollte mich mit March vielleicht irgendwo in die Mitte stellen. Das würde jedenfalls Sinn machen. Und ich nehme ja auch noch mal ein paar Figuren mehr mit. Eieiei. Okay, also der Drache landet jetzt da vorne. Schnell mit Homer wieder hin. Oder mit Homer Ball eher gesagt hin. Ah, ich glaube, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Ich konzentriere mich vielleicht eher auf die Mitte hier. Oder schaffe ich das noch? Nee. Hat eins von den Häusern hier wieder angegriffen. Eieiei. Knappe Geschichte. Ich verfolge sie jetzt einfach mal mit Homer hier. Denke mal, hier wird sie sich ja im Kreis umdrehen, die gute Patty Selma. Yep, und es hat funktioniert. Also, ich habe sie gestunt. Und kann sie wieder mal angreifen mit Marjorie. Marjorie ist zur Stelle. Ach, das Haus kann man auch reparieren, das wusste ich gar nicht. Ah, ich glaube, um den Drachen anzugreifen, reicht die Zeit nicht. Nee, das ist zu knapp. Egal, wir können das Haus ein bisschen reparieren. Das hilft uns natürlich auch weiter. Das wusste ich gar nicht bei dem ersten Mal. Also es war mir gar nicht bewusst, dass ich das reparieren kann. Ich habe gedacht, das wäre einfach dauerkaputt dann. Ah, da vorne können wir versuchen hinzugehen. Ja, und wir stunnen den Drachen und können Patty und Selma wieder einen Schlag versetzen. Zurück zu March. Diesmal stehen wir glücklicherweise ein bisschen mehr in der Nähe von dem Drachen. Jupp, das hat funktioniert. Sehr schöne Statuen übrigens da oben. Und die verkloppen Patty und Selma. Und weiter geht es hier. Also zurück zu Homer. Immer auf die andere Seite der Karte, denn ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt sich hier wieder im Kreise drehen wird. Ja, macht sie auch. Und ich stunne sie nochmal. Bin ich ja schon richtig geübt drin. Das kriege ich ja locker hin. Ohne Probleme. Das Problem ist, jetzt müssen wir auf die andere Seite laufen. Das könnte ein bisschen zu knapp werden hier für March. Na, reicht es vielleicht doch noch, um die anzugreifen? Ah, nee, nicht ganz. Also werden wir wahrscheinlich noch einen Treffer brauchen. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite und vor allen Dingen gehen wir auch wieder mit Homer auf die andere Seite, um ihr wieder Schaden zuzufügen. Glücklicherweise kann man sich mit dem Homer-Ball hier echt schnell bewegen durch diese Welt. Also, ein weiterer Stun. Wieder hat's funktioniert. Und wieder wechseln wir auf March und geben den Angriffsbefehl und dann dürfte auch Patty und Selma, beziehungsweise der Patty und Selma-Drachen besiegt sein. Ja, und wir haben genug Schaden hinzugefügt. Und Patty und Selma hauen ab. Ach, wie schön. Danke für die Rettung, hässliche Erwachsene. Können wir uns irgendwie erkenntlich zeigen? Sagt uns, wo wir die Schlüsselkarte finden. Oder ihr lasst uns mal für 5 Minuten in Ruhe. 2 reichen auch. Nur diese Tür trennt euch noch von eurem Begehr. Doch sie ist magisch verschlossen. Oder wir gehen einfach durch die kleine Tür. Wir haben es nie wirklich versucht. Also weiter in den nächsten Abschnitt hinein. Aha, hier kämpfen wir anscheinend gegen Moose. Gegen Moose Sizzlax. Ein Monster-Spawner ist hier vorne. Den machen wir natürlich erst einmal kaputt, wie immer. Und wir schalten damit ein neues Videospiel-Klischee frei, denn das ist der Einstiegspunkt für Gegner. Unendlich Gegner aus einer kleinen Tür, genau wie die Clowns mit ihrem Auto. Oh, hier haben wir einen Ralph oder einen Ralph und einen Todd, den wir befreien können. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur noch geradeaus weitergehen. Oh, da vorne ist eine Polizeimütze für March. Die sammeln wir natürlich ein, damit wir hier mal ein bisschen mehr Schaden austeilen. Und dann konzentrieren wir uns, wie gerade schon am Eingang auch, erst einmal auf den Moose-Spawner, bevor wir weitermachen. Sieht gut aus. Vielleicht können wir hier noch ein paar Leute für unsere Sache gewinnen. Außer diese beiden. Na, wieso haut ihr denn ab hier, Freunde? Ach, die werden, glaube ich, von den Maus hier erledigt.
Denke ich jedenfalls mal. Okay, also wir müssen den anderen Mo-Spawner auf jeden Fall auch nochmal eben erledigen, sonst wird das hier nichts. Ah, und ein Schlag noch und dann Hammers. Das dürfte es gewesen sein. Aus der Kiste befreien wir weitere Kinder für unsere Sache. Für unsere Idee natürlich. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, was wir am Ende dann mit den Kindern machen können. Wahrscheinlich müssen wir hier erst einmal weitergehen durch diese Untergrundgeschichte. Eine Truhe, die wir öffnen können, mit einem Coupon drin. Ah, Ralphie, du kommst mit. So, Darley. Ah, und da vorne ist noch ein Ralph. Nein. Na komm, mein Freund. Ja, dir fehlt dein Teddy. Du sollst erstmal mit uns mitkommen und hier Sachen kaputt machen, mein Kleiner. Also zurück nach oben. Hier war nämlich ein Schalter, den möchte ich da umlegen. Belegt und die Tür geht auf und wir können unsere Reise durch diese Höhle hier weiter fortsetzen. Dann haben wir einen Geister-Otto. Oh, der explodiert. Gut zu wissen, den Spawner machen wir hier erstmal kaputt und stellen uns dann auf den Schalter drauf. Ah, und das nächste Tür öffnet sich. Und wir haben eine von oben Ansicht. Vogelperspektive. Hey, genau wie in meinem Lieblings-Fantasy-Videospiel von früher, Dick Duck. Dick Duck. Ich verstehe diese ganzen Anspielungen nicht. Ich verstehe die Anspielungen aber. Eigentlich ist das hier eher so eine Geschichte wie bei The Legend of Zelda. Wir kämpfen jetzt also von oben und dürfen erst einmal in dieser Ansicht hier weitermachen, in dieser ISO-Perspektive, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt, weil die Kamera dann ausnahmsweise mal in dem Spiel hier nicht vollkommen rumspinnt. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hier hinlaufen müssen. Die Sounds haben sich auch geändert. Wir haben so ein bisschen Retro-Musik. Und natürlich, wie in einem klassischen Dungeon-Crawler, haben wir da oben auch einen Schlüssel, den wir einsammeln müssen. Und den sammeln wir selbstverständlich auch ein. Also schicken wir mal die Leute hier auf das Tor, falls wir dürfen. Oder was ist das hier? Nee, es ist eine Wand einfach nur. Oh Gott! Mit 100.000 Maus dahinter. Uiuiuiuiui, hier ist ja richtig was los. Vielleicht wechseln wir mal da lieber auf Homer und machen mal mit dem Homer-Ball weiter. Das erscheint mir deutlich sinnvoller. Und jau, es hat funktioniert. Wir haben also den Schlüssel erfolgreich bekommen und rollen uns in Richtung Tor hier oben, was wir aufschließen können. Und schon können wir uns hier runterfallen lassen auf die nächste Ebene, die immer noch in dieser Ansicht stattfindet. Ich glaube, ich bleibe jetzt tatsächlich bei Homer für diesen Levelabschnitt, denn ich kann hier echt sehr komfortabel langrollen die ganze Zeit. Erstmal Schlüssel einsammeln natürlich. Okay. Und auch das haben wir geschafft. Ein paar Maus verprügeln auf dem Weg hier nach unten und nach draußen. Hier ist das Tor, was wir öffnen müssen. Da oben ist der Spawner von den Maus. Und wieder haben wir etwas erledigt. Weiter geht's. Hier unten. Durch das Tor durch. Und da habe ich gerade schon gesehen, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Den haben wir eingesammelt. Wobei ich mich frage, wofür gibt es denn hier oben dann noch eine, noch ein Gebiet? Anscheinend kann man hier nur Collectibles sammeln. Machen wir trotzdem mal alle Gegner fertig. Der Vollständigkeit halber. Und öffnen die Kisten. Ja, einen Kronkorken und einen Gutschein für March haben wir da drin. Ah, den Mo-Spawner hier will ich auch noch erledigen. Und auch das haben wir geschafft und wir können glücklicherweise nun also hier nach unten gehen und nach rechts und durch dieses goldene Tor in die nächste Ebene. Jedenfalls, wenn wir hier den Otto-Spawner noch kaputt gemacht haben. Das haben wir ja jetzt gerade. Na, wo ist March denn? Ah, March ist ein bisschen weiter oben geblieben, egal. Also, auf zur nächsten Ebene. Hier geht's weiter und hier können wir uns runterfallen lassen. Und das machen wir auch, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und es hat euch gefallen. Falls dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abonnement und ein Like da. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja, so oder so, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.